Das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Zukunft der Videografie. Querformat, Hochformat, lange, kurze Brennweite, alles in einem. Ich muss quasi nie wieder nachdenken, sondern einfach nur drauf und irgendwas wird schon dabei sein. Ist doch ein Traum, oder? Und das Beste, alles überwacht von einem einzigen Monitor. Plus, ich meine, das ist auch immer wichtig, das sieht doch einfach groß aus. Ne? Beim Kunden muss es immer groß aussehen. Also ein bisschen kacke sieht es aber auch aus. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, aber also was wirklich ein Vorteil ist einfach, ist, dass man eben diese Möglichkeit hat, mehrere Kameras auf einem einzigen Tablet, einem einzigen iPad zu monitoren und auch gemeinsam zu steuern. Ich könnte jetzt alle gemeinsam, pass mal auf, mit der Nase. So, alle drei nehmen gemeinsam auf. Ist doch praktisch, oder? In diesem Video geht es um die Monitor & Control App von Sony und für Sony Kameras. Und ich bin ja in der letzten Zeit eigentlich wirklich ein großer Freund davon geworden, Handys oder Tablets als Zweit- oder Drittbildschirme beim Drehen zu benutzen. Hatte da in der Vergangenheit ja auch schon Videos zu gemacht. Und jetzt gerade bin ich in Paris auf Dreh bei Olympia. Nicht für die aktuelle Berichterstattung, sondern für eine Doku eher hinter den Kulissen. Und das heißt für mich konkret, dass ich die nächsten zwei Tage super mobil sein muss. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und will dabei einfach auf kleinstmögliches Equipment setzen. Erste Kontrolle. Ja, die Monitor & Control App überträgt ganz unkompliziert das Bild der Kamera auf ein Handy, drahtlos. Unterstützt werden die eher neueren oder sagen wir primär videofokussierten Kameras von Sony, auch wenn diese Liste künftig erweitert werden soll. Ich hatte Anfang des Jahres schon mal in die App reingeschnuppert, sie wurde kürzlich aber mit Version 2 wirklich rundum überarbeitet und hat neben viel, viel besserer Bildqualität und Latenz auch eine Reihe tatsächlich bemerkenswerter Features bekommen. Eine der außergewöhnlichsten Funktionen dieser App ist sicherlich Multicam, denn ich kann bis zu 4 Kameras, das kann auch ein ganz wilder Mix aus FXen und Alphas oder so sein, mit einem iPad verbinden. Das geht aktuell auch nur mit einem iPad, da müssen alle Kameras und das iPad im selben WLAN sein und dann funktioniert das. Und da habe ich dann eben die Möglichkeit, mit einem Blick auf ein Gerät alle Kameras auf einmal zu überblicken. Zugegeben erstmal in dieser Vorschau in verminderter Qualität, aber ich kann das Framing kontrollieren, ob alle Kameras laufen, die wichtigsten Aufnahmeparameter, den Akkustand aller Kameras auf einmal sehen. Sehr wichtig. Und dann eben aber auch in die Detailansicht gehen, dann in höherer Qualität und viele Aufnahmeparameter nochmal im Detail einstellen. Welche das genau sind, das würde jetzt zumindest für mich gerade den Rahmen übersteigen, weil ich muss nämlich eigentlich gleich arbeiten. Die Benutzeroberfläche der Monitor & Control App wurde mit der Version 2, die ja jetzt in diesem Frühjahr erschienen ist, ziemlich stark überarbeitet und zwar meiner Meinung nach klar zum Besseren. Wenn wir uns das Bild anschauen, sieht man jetzt erstmal die Live-Vorschau der Kamera. In meinem Fall filme ich mit meiner wunderbaren FX6 und ich habe verschiedene Werkzeuge außenrum. Oben zum Beispiel ein Dropdown für verschiedene Tools, Belichtungstools beispielsweise oder die Möglichkeit zu de-squeezen. Ich kann mit den Häkchen auf der linken Seite die Quick Shortcuts an der oberen Seite deaktivieren oder nach Belieben aktivieren. Ich habe bei mir üblicherweise immer Waveform und False Color und die können dann mit einem Druck hier auf dieses Symbol wiederum aktiviert und deaktiviert werden. Also ich kann mir quasi meine Schnellzugriffsleiste konfigurieren, wie ich sie brauche und dann das entsprechende Feature schnell aktivieren und deaktivieren. Finde ich super. Waveform ist für mich sowieso, wisst ihr ja, das wichtigste Belichtungstool. Ich kann es nach Belieben herumschieben, ich kann es in der Größe ändern. Das finde ich richtig, richtig praktisch. Unten sind eigentlich alle Knöpfchen, die ich brauche, um die Kamera zu steuern. Also Blende, ND in dem Fall. Ich filme jetzt gerade mit der FX6. Kann ich verstellen, heller machen. Das ist gerade keine so gute Idee. Wo waren wir, glaube ich, irgendwo so bei 13 oder sowas. Belichtungszeit, Shutter etc., Zoom, Aufnahmeformate, also praktisch wirklich alles relevante Aufnahmebezogene kann ich hieran steuern. Auch den Look beispielsweise, ich könnte die LUT aktivieren oder deaktivieren in dem Fall. Die FX6 oder beispielsweise auch FX3, FX30 und so weiter haben diese Möglichkeit. Display LUT oder Gamma Assist heißt ja bei Sony. Die A7 S3, die ich nach wie vor heiß liebe und viel nutze, hat dieses Feature aktuell noch nicht. Ich habe mit Sony darüber gesprochen, die wissen das. Ich gehe mal davon aus, dass das hoffentlich auch noch nachgereicht wird, einfach weil es immer noch super viele A7 S3 Nutzer gibt. Die generelle Bildqualität und Latenz hat sich mit der Version 2 deutlich verbessert. Hin, her, ist für eine rein Wi-Fi-basierte Lösung direkt an ein Tablet oder Handy gestreamt ziemlich gut. Und zu guter Letzt habe ich hier unten natürlich alle Möglichkeiten, noch mit meinem Fokus zu spielen. Also ich kann den Autofokus konfigurieren, Geschwindigkeit etc., wie man das an der Kamera ja auch machen kann, das Fokusfeld verändern und so weiter. Oder auf manuellen Fokus gehen. Und dann gibt es ein paar besondere Spielereien. Das ist mein Part. Darf ich?
Also die App bietet eine ganze Reihe wirklich interessanter Fokusoptionen, die sie in einigen Funktionen auch deutlich von jeder anderen Monitoring-App abhebt. Wir haben dabei so Klassiker, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Autofokus oder Touchfokus steuern zu können. Jetzt gerade bin ich hier im Autofokus-Modus, sehe in der App auch mein Auge und ich könnte hier unten umschalten auf manuellen Fokus und dann zum Beispiel per Fingertouch irgendwohin hinten auf das Bild oder zurück auf mein Gesicht den Fokus zu verändern. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, nämlich hier auf der rechten Seite ist eine richtige Fokusskala, also im Prinzip wie der Fokusring am Objektiv, den ich direkt mit meinem Finger bewegen kann. Und es gibt sogar die Möglichkeit, Hardstops zu setzen, digitale Hardstops sozusagen, indem ich einfach auf einen Minimumpunkt irgendwo anders hin auf einen Maximumpunkt sehe und dann habe ich hier den Bereich, in dem sich mein Fokus bewegen kann, eingegrenzt. Genauso wie das auch ein Fokus-Puller, also ein Kameraassistent, machen würde, wenn er sich an so einem Follow-Fokus an der Kamera quasi die Hardstops reinschraubt, damit er nur innerhalb eines vorher definierten Fokusbereichs bleibt. So, jetzt sollte ich mal kurz wieder bumm, damit ihr mich auch scharf sehen könnt, das Ganze umstellen. Und das finde ich großartig. Das ist eine richtig coole Funktion, weil es gerade für kleine Teams, nicht unbedingt für den Solo-Creator, aber für ganz kleine Teams, die jetzt keinen Fokus-Puller dabei haben, aber man will vielleicht spontan Gedanken umsetzen, irgendeine Idee umsetzen, bei der mal eine weitere Person den Fokus ziehen soll, ohne Lust da jetzt irgendwie eine Funkschärfe dran zu bauen oder wahrscheinlich hat man eh keine dabei. Das würde auch eh zu viel Aufwand bedeuten. Aber einfach nur in der App, die ich sowieso schon zum Monitoren benutze, der Möglichkeit zu haben, dass eine zweite Person sehr präzise und dann eben auch in einem selbst festgelegten Tempo und einem klar definierten Rahmen die Schärfe zieht, finde ich, ist eine sehr willkommene Idee, macht keinen Aufwand und ist super unkompliziert. Es gibt noch eine weitere sehr coole Funktion, die im Moment aber leider noch ausschließlich der FX6 vorbehalten ist, aber ich habe gerade eine FX6, deswegen kann ich sie euch zeigen, und zwar eine sogenannte Focus Map. Eine Focus Map ist eine grafische Darstellung der Bereiche im Bild, die in der Schärfe oder Unschärfe sind. Ich zeige es euch mal. Ich finde das Ganze wie alle Tools hier oben in meiner Toolbox. Focus Map in meinem Fall ist schon ausgewählt und ich kann sie jetzt hier aktivieren. Was die Focus Map macht, ist, dass sie alles, was in der Fokusebene ist, alles, was scharf ist, normal darstellt. Alles, was näher an der Kamera ist, also vor der Schärfenebene, zunehmend rot darstellt. Und alles, was hinter der Kamera ist, also der komplette Hintergrund, zunehmend blau darstellt. Ist ein praktisches Tool. Also natürlich ist jetzt das Bild nur noch bedingt geeignet, um halt irgendwie Komposition oder Bildeinstellung oder sowas zu untersuchen. Aber wenn man eben auch in der Situation mit vielleicht ungünstigen Lichtbedingungen, mit einem groben Blick aufs Tablet oder sowas, einfach die Schärfe manuell ziehen will, hat man so ein super plakatives Mittel, was wirklich ganz offensichtlich zack zeigt, was ist scharf und was ist unscharf. Aber die Frage ist doch, wie weit kann man mit der App entfernt sein? Gute Frage. Habe ich noch nicht getestet. Will das vielleicht einer von euch machen? Lass mal gut sein. Lass mal, du. Muss nicht sein. Ach, kommt schon, ihr Lappen. Ich mach's. Also, los geht's. FX6 steht hier hinter mir. Bild ist gut und wir laufen mal los. Üblicherweise ist das bei Wi-Fi-basierten Systemen so, dass die, weiß nicht, in der Regel nach 10, 20 Metern oder sowas schon mit Verbindungsproblemen zu kämpfen haben. Und im Grunde genommen ist das jetzt auch schon passiert. Kamera wurde getrennt. Wir sind, grob geschätzt, ja, ich denke, es sind so 30 Meter von der Kamera entfernt. Nicht überraschend, wie gesagt, bei Wi-Fi-basierten Systemen total normal. Checkt mal, wie weit euer Router geht von der Reichweite. Also hier gibt es keine Überraschung. Damit wäre, glaube ich, alles gesagt. Und zum Glück bockt das hier in dieser Ecke niemanden, wenn einfach mal eine FX6 ohne Besitzer hier so rumsteht. Ich würde sagen, probiert die App einfach mal aus. Kostet wie gesagt nichts und bietet von den Features her neben den Standards auch ein paar Sachen, die man so eben nirgendwo sonst bekommt. Wie zum Beispiel den Splitscreen. Schreibt mir doch gerne eure Erfahrungen mit der App in die Kommentare und setzt sie für was Vernünftiges ein. Den Seitenhieb habe ich gemerkt. Ich finde mein Setup trotzdem gut.